Saisonfinale für die Bayern Amateure. Zum ersten Mal wieder vor Zuschauern. 250 im Grünwalder Stadion wollten ihren Teil dazu beitragen, dass das doch noch was wird mit dem Klassenerhalt auf der anderen Seite. Der hallische FC. Terence Boyd hatte vor dem Spiel ein bisschen provoziert und sich im Sascha Mölders Trikot ablichten lassen. Naja, kann man sich seinen Teil dazu denken. Der HFC in den dunklen Trikots in der ersten Minute mit einem ersten langen Ball. Justin Che etwas zu nachlässig. Braden Manu spritzt dazwischen und netzt ein. 30 Sekunden gespielt. Das vierte Saisontor für Braden Manu und die ganz kalte Dusche für den FC Bayern. Kein Kommando an Che, der das da zu lässig angeht. Nicht mit Manu rechnet, der danach keinen Fehler macht. Verlieren definitiv verboten, unentschieden spielen eigentlich auch. Ein Sieg muss her für die Bayern und Schützenhilfe von den anderen Plätzen. Sie brauchten eine Weile, um sich wieder zu fangen, aber in der 18. Minute mal ein erster halbwegs gefährlicher Abschluss. Armindo Sieb verzieht hier allerdings knapp links vorbei. Kurz vor der Pause die beste Chance der ersten Halbzeit für den FC Bayern. Ecke von Welsmüller und dann ist es der Kapitän Nico Feldhahn aus 5 Metern, der nicht an Tim Schreiber vorbeikommt. Halle mit der frühen Führung, dann relativ souverän in der Defensive und draußen bei Dennis Schwarz und Martin Demichelis schon so ein bisschen Verzweiflung nach einer ersten Halbzeit zum Vergessen. Aber die Bayern, sie warfen nach dem Seitenwechsel alles rein, wollten dieses Spiel unbedingt drehen. Der eingewechselte Christopher Scott mit einem ersten Test für Schreiber im zweiten Durchgang. Zweites Drittligaspiel erst für den 19-Jährigen, der das aber sehr souverän machte bis zu diesem Zeitpunkt. Die Bayern erhöhten die Schlagzahl, 68. Minute. Sieb zunächst mal abgeblockt, der Ball bleibt aber bei den Gastgebern. Die Hereingabe findet Zing und der etwas überrascht, dass er da tatsächlich zum Abschluss kommt, verzieht aus bester Position. Ja, insgesamt das natürlich ein Problem für die Bayern in dieser Saison. Zu viele gute Möglichkeiten liegen gelassen, auch zu viele Punkte liegen gelassen. Es fehlte einfach ein richtig guter Knipser. Beispielgefällig, 74. Minute, gut gespielter Angriff. Zing findet Jastrzemski. Aber auch er kommt nicht vorbei am überragend aufgelegten Schreiber im Tor der Hallenser. Und weiterhin dasselbe Bild. Die Bayern bemüht, die Bayern immer wieder in guten Positionen. So wie hier der erste Schuss von Sieb und dann Angelo Stiller, der den Nachschuss kläglich vergibt bei seinem Abschiedsspiel von den Bayern. Er wird ja nach Hoffenheim in die Bundesliga wechseln. Beste Möglichkeiten, reihenweise liegen gelassen. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es am Ende eben nichts wird. Halle beschränkte sich aufs Verteidigen, beschränkte sich so ein bisschen aufs Kontern. Hatte dann noch etwas mehr Platz in der Schlussphase. Ein Schuss aus der Distanz von Süre. Gut pariert von Torben Hoffmann. Ja, und die Bayern in der Nachspielzeit dann nochmal mit einem letzten Versuch. Das ist wieder Sieb. Der Sabri Singh findet seinen Schuss, geht aber dann auch am Tor vorbei. Und so sollte es nicht sein für die Bayern, auch nicht am letzten Saisonspiel. Wieder kein Sieg und somit also nach 2 Jahren der Abstieg aus der dritten Liga als amtierender Meister. Wir sind letztes Jahr Meister geworden, aber die Mannschaft wurde ausgetauscht. Was auch in Ordnung ist, dass wir die einzelnen Spieler weitere Schritte machen können. Aber man hat wahrscheinlich zu lange darauf gehofft, dass es immer wieder kommt. Das kam nicht. Und ja, jetzt haben wir, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gewonnen haben, gegen Wiesbaden hier zu Hause, da hatten wir aber auch viel Glück. Ja, wenn du keine Spiele gewinnst, steigst du zurecht ab. Das, was wir jetzt die letzten Wochen auf den Platz gebracht haben, ist wirklich gut mit 4 Siegen und nur einer Niederlage. Sonst wäre, wenn wir in Mannheim was mitgenommen hätten, sogar noch Platz 8 drin gewesen. Das ist erstmal schön und zeigt, dass es uns unglaublich gut getan hat, diese Stresssituation gemeistert zu haben. Und heute muss man natürlich auch noch mal viel investieren, weil der Gegner spielerisch einfach schon eine Riesenqualität auch hatte. Der Hallische FC gewinnt 4 der letzten 5 Spiele, wird am Ende 9. und die Enttäuschung natürlich auf der anderen Seite. 12 Spiele ohne Sieg zum Abschluss der Saison. So steigt man ab. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.